Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Es geht um das numerologische Tageshoroskop für Montag, den 20.02.23 mit einer geschlossenen 2. Es ist Rosenmontag. Deswegen sitzt jemand auf meinem Schoß. Der ist natürlich dafür da, dass wir auch ein bisschen Spaß haben und das Ganze ein bisschen kunterbunter ist. So, die 2 steht vorne. Es geht heute viel um Gefühl. Es geht um Gefühl und es geht um Freude und es geht um Weitblick. Und es geht aber auch mit der geschlossenen 2 eventuell darum, dass wir das Gefühl haben, nicht selbstbestimmt sein zu können. Also vielleicht müssen wir uns heute in irgendetwas integrieren. Vielleicht müssen wir heute auch Situationen einfach so nehmen, wie sie sind. Es ist auf jeden Fall ein sehr emotionaler Tag. Also bitte vermeidet Streitsituationen oder irgendwelche komplizierten Situationen. Sollt euch einfach eures Lebens freuen. Ich finde, das ist eine wichtige Konstellation. Auch nicht jeder feiert natürlich Karneval. Für alle, die nicht feiern, ist einfach der Hinweis, macht es euch trotzdem schön. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil ansonsten könnte es sein, dass der Tag heute sehr emotional ist. Und es ist übrigens kein Tag, an dem man diskutiert. Es ist kein Tag, an dem man irgendwie was richtig stellen sollte oder ich sag mal, nach einer Gehaltserhöhung fragen sollte. Gut, jetzt werden die ganzen Rheinländer fragen, wieso, wir sind doch eh nicht auf der Arbeit. Ich meine ja auch in anderen Bereichen, ne? Also es gibt ja auch andere, ich sag mal, Ebenen, wo man halt natürlich nicht Karneval feiert und wo man normal der Arbeit nachgeht. Aber es ist einfach heute kein Tag dafür. Es ist ein Tag der Emotionen. So, ich ziehe mal eine Karte der Energie und das finde ich auch sehr, sehr schön. Es ist die Krebsenergie. Es geht um Gefühl und es geht darum, dass wir es uns schön machen sollen und auch mütterlich für uns sein sollen, auf uns achten sollen. Das ist natürlich auch für mich ein Hinweis, also für alle, die auch zum Rosenmontagszug gehen, egal in welcher Stadt. Zieht euch warm an, zieht euch dementsprechend an, nicht, dass ihr euch verkühlt. Das ist jetzt so eine mütterliche Ader, die wir einfach auch nochmal kurz ins Mikro, im Mikro präsentieren. So, dann ziehen wir noch weitere Karten. Die erste Karte, die ich ziehe, ist Gefangensein, ist Luft 11, Gefangensein. Wer mit einer Fußfessel feiern geht, kann sich nur schwer bewegen. Das ist tatsächlich so, wenn wir sorgenvoll sind, könnten diese Sorgen heute extrem nach vorne kommen und dann ist der Tag nicht ganz so leicht. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. So, ich ziehe eine weitere Karte auf den Tag. Dann haben wir Wasser, wieder Emotion, traurig sein. Wer in Trauer lebt, kann seinen Verlustschmerz nicht überwinden. Das heißt, hier geht es wieder darum, dass es sein kann, dass wir uns unverstanden gefühlt haben. Das passiert häufig, wenn ich mit jemandem jetzt im Clinch war und ich versuche ihm zu erklären, was meine Intention war, was ich ihm mitteilen wollte. Und er stellt sich mir nicht zur Verfügung oder kann mir auch nicht zuhören, weil er sich angegriffen fühlt und natürlich auch seine Meinung präsentieren will. Dann hängt das irgendwie so ein bisschen im Nacken und es läuft nicht produktiv. Und da ist halt wichtig, dass wir da nochmal drauf achten, was wir letztendlich da tun können. Also wie gesagt, Klärung ist heute nicht angesagt, aber vielleicht einfach mal ein paar positive Energien hinschicken. So, und dann ziehe ich noch eine Karte und das ist Luft 8, negativ sein. Wer negativ lebt, wird sich der Schönheit des Lebens entsagen. Und der Meinung bin ich auch. Das heißt, haltet euch nicht fest an alten Themen, die irgendwann mal gewesen sind. Mein Gott, die Zeit läuft weiter und wir alle sind nicht perfekt. Das wäre auch langweilig, wir sind Menschen. Und vielleicht gibt es mal das eine oder andere Wort und dann muss man einfach freundlich nach vorne kommen. Das ist weiter ein ganz wichtiges Thema. So, jetzt für alle Jecken noch eine Karte. Oh, die wollt ihr nicht sehen, doch die wollt ihr sehen. Luft 6, Hass erfüllt sein. Wer Hass sät, wird Hass ernten. Also, locker leicht heute, wirklich nicht mit Ellbogen. Ich muss nach vorne und kämpfen und. Das wäre heute absolut kontraproduktiv. Es soll ein lustiges Fest werden. Dann haben wir gleichzeitig Erde 6, Lebenssein. Wer leben will, der sollte dies auch tun. Das heißt, setzt euch durch. Habt Harmonie, habt Freude, kümmert euch um euch. Das wird euch unheimlich gut tun. Es kann sein, wenn ihr heute einen richtig tollen Rosenmontag erlebt habt, dass ihr lange davon zehren werdet und immer wieder schmunzelt am Schreibtisch sitzen werdet, wenn es gerade mal ein bisschen drüsch ist im Büro. So, und dann ziehen wir noch eine letzte Karte und das ist wieder Wasser 9. Hell sein, wer hell ist, ist erfüllt und will sichtbar sein. Und darum geht es auch. Die ziehe ich übrigens häufiger, fällt mir gerade auf. Und zeigt ganz einfach, dass wir wirklich unser Leben dementsprechend gestalten können, wenn wir mit uns zufrieden sind. Und in diesem Sinne, auch mit ihm, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Rosenmontag. Lasst es euch gut gehen. Wir sprechen uns dann morgen wieder, Dienstag, den 21.02. Ich freue mich auf euch. Vielen lieben Dank. Tschüss.